Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Herren Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das geplante totale Rauchverbot ist eine, ja, da geht in eine Richtung, wo wir von Seiten der Freiheitlichen Partei eine sehr klare Position haben, weil wir dieses totale Rauchverbot in dem Sinn, wie es vorliegt, auch ablehnen werden und eine klare Position haben. Und machen wir uns nichts vor, das geplante totale Rauchverbot wird natürlich da oder dort für die Beisel-Kultur, für die Wirtshauskultur, für die kleinen Gastronomen, für die Branntweiner natürlich eine negative Entwicklung darstellen. Und es geht darum, inwieweit hat der Staat überhaupt Zwangsverordnungen festzulegen, Bevormundung, Verbotsexzesse in das Privatleben letztlich auch von Menschen hinein Politik zu machen. Und ich sage, genau dort sagen wir deutlich Stopp. Und natürlich wird das auch da oder dort ein Sargnagel für manche Gastronomiebetriebe auch werden. Und diese kämpfen heute zum Teil schon ums Überleben. Und es ist daher natürlich so, dass viele Gastronomen hier auf die Barrikaden steigen und sagen, das kann ja nicht sein, dass ausgerechnet der Herr Wirtschaftsminister mit einem Hurrageschrei an vorderster Front hier mitreitet. Und das zeigt, dass man sich auf sie auch nicht verlassen kann. Denn als wir die heutige gesetzliche Regelung eingeführt haben, die durchaus ein guter Kompromiss gewesen ist und wo letztlich auch keine Konflikte vorhanden sind, nämlich in der Gastronomie getrennte Bereiche sicherzustellen, nämlich im Speisebereich, der Nichtraucherbereich, in Bars bzw. in abgetrennten Räumlichkeiten die Möglichkeit für Raucher dann dort auch eine Zigarette rauchen zu können. Als Sie nämlich damals auch kundgetan haben, sinngemäß, das ist eine gute Regelung und er kann nur jedem Gastronomen empfehlen, hier auch die entsprechenden Investitionen zu setzen. Da haben sich auch die Gastronomen darauf verlassen. Und die Gastronomen haben über 100 Millionen Euro österreichweit investiert in diese Trennung aufgrund der Basis des damaligen Gesetzes. Und es ist natürlich unglaublich, wenn man sich auf nichts verlassen kann und wenn es keine Rechtssicherheit gibt und wenn Sie jetzt hergehen und nach wenigen Jahren eines guten Kompromisses diesen jetzt auch in Frage stellen und dann die Unternehmer auch auf ihren Investitionen sitzen bleiben. Dann muss ich sagen, Herr Minister, Herr Wirtschaftsminister, dann sind Sie wirklich eine Fehlbesetzung und dann kann man sich auf Sie nachweislich nicht verlassen. Und ich verstehe auch die Empörung der Gastronomen. Und grundsätzlich muss man schon festhalten, es sollte doch eigentlich der Gastronom bestimmen, was in seinem Lokal gemacht werden darf oder nicht. Der Gastronom ist ja derjenige, der diese Entscheidung treffen sollte. Und jeder Gast will ja auch diese freie Entscheidungsmöglichkeit haben, als Individuum zu sagen, naja, ich suche mir das Lokal aus, wo ich hingehen möchte. Möchte ich in einen Bereich gehen, wo ich nicht rauche? Möchte ich in einen Bereich gehen, wo ich die Rauchmöglichkeit habe? Und genau das wollen Sie unterbinden. Und Sie wollen mit diesem totalen Rauchverbot letztlich auch hier in den zutiefst privaten Bereich eben eingreifen. Und ich sage, das ist einfach kein guter Weg, den lehnen wir ab. Und natürlich wissen wir, weil das auch immer wieder in der Debatte bemüht wird, dass Rauchen ungesund ist. Keine Frage, Rauchen ist nicht gesund, das ist unbestritten. Aber ich sage, darum geht es ja in Wahrheit schon lange nicht mehr, denn für einen effektiven Nichtraucherschutz ist die geltende Regelung völlig ausreichend. Und ich sage, in Wirklichkeit ist das einfach ein weiterer Schritt in Richtung Bevormundungsstaat. Und ich sage, da muss man einfach die Frage stellen, wo hört das auf, wenn man so etwas einreißen lässt? Ja, jetzt kommt das Argument, naja, die Europäische Union hat das vor Jahren schon begonnen und es ist eigentlich schon überall umgesetzt. Ja, wir müssen ja nicht alles umsetzen, was von Seiten der Europäischen Union kommt. Und da kann man doch einmal auch einen eigenständigen Weg gehen, ohne überall nachhüpfen zu müssen. Und die Frage ist, wo hört es auf mit diesen Zwangsverordnungen? Wo hört es auf, dass der Staat mittels Bevormundung versucht einzugreifen? Das nächste wird vielleicht sein, dass man sagt, na ja, machen wir Bargeldverbot. Das wäre der nächste Schritt. Oder gehen wir her und
schreiben wir vor, was die Menschen essen dürfen, weil gewisse Speisen ungesund sind. Und daher geben wir einen Zwangsspeiseplan vor, der ausschließlich gesund oder vielleicht sogar vegetarisch oder vegan in Zukunft sein muss. Oder gehen wir her und machen ein Schokoladeverbot, weil das ungesund ist, wenn man zu viel Schokolade isst und die Menschen da vielleicht zu dick werden. Wo endet das und wo hört das auf? Und das nächste Mal wird vielleicht eine bestimmte Kalorienzahl zwangsverordnet und man darf eine gewisse Kalorienzahl nicht mehr überschreiten oder Prozentobergrenzen beim Alkohol, wo man dann festlegt, dass der Alkohol maximal Hausnummer bei 10% liegen darf oder der Wein bei 3% und das Bier. Und auf den Flaschen soll dann vielleicht beim Alkohol irgendwann einmal auch eine geschädigte Leber am Etikett abgebildet werden. Und so kann man, ich sage, durchaus solche Zwangsverordnungen weiterspinnen. Die Frage ist, wo hört das auf? Und ich sage ganz offen, da geht es um Freiheit, um freie Entscheidung, um die freie Entscheidung auch des Individuums. Und da hat der Staat nicht hinein, Politik zu machen mittels Zwangsverordnungen. Und ich komme daher zurück zum Bereich der Gastronomie. Für die Gastronomie ist das, was jetzt geplant ist, jedenfalls eine Katastrophe. Und die Wirte setzen sich zu Recht zur Wehr. Sie haben ja auch am 28. April dieses Jahres ab 17 Uhr eine Demonstration gegen dieses geplante totale Rauchverbot vor dem Parlament auch geplant. Und veranstaltet wird diese Demonstration von einer Plattform aus Gastronomen und Konsumenten, die sich gegen diese totale Bevormundung auch zur Wehr setzen. Und aktuell hat diese Plattform von Gastronomen und aus Konsumenten bestehend aktuell auch über 300.000 Unterschriften bereits gegen dieses geplante Gesetz gesammelt. Wir haben mit einer eigenen Petition, die seit einiger Zeit auch hier von uns gestartet wurde, über 200.000 Unterstützungserklärungen und wir unterstützen dieses Vorhaben der Gastronomen und auch der Konsumenten, die gegen diese Zwangsverordnung auftreten. Und ja, natürlich möchte ich festhalten, dass wir von unserer Seite alles versuchen und unternehmen werden, diese Zwangsverordnung zu Fall zu bringen, die hier geplant ist. Denn ich sage natürlich aus unterschiedlichsten Überlegungen. Die Überlegungen, die ich vorher skizziert habe, aber auch durchaus verfassungsrechtliche Überlegungen, weil wir die Meinung vertreten, dass das, was wir bis dato und zurzeit auch vorliegen haben, dass das durchaus verfassungswidrig ist. Und ich erinnere in dem Zusammenhang an den Artikel 20 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes. Ich zitiere daraus, das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. Und unserer Meinung nach ist die neu geplante Regelung eine völlig überschießende, da sie nicht nur die Tabak- und Nikotinprodukte umfasst, sondern überhaupt alles, was raucht und dampft, nämlich auch die Dampfzigarette, im Extremfall sogar der dampfende Tee oder die angezündete Duftkerze, weil das bis dato in der Formulierung genau so der Fall ist. Und ich sage, das ist ein Verbotsexzess. Die Regelung greift nicht nur in die Erwerbsfreiheit und das grundrechtlich geschützte Hausrecht bei Gaststättenbetreibern und Veranstaltern ein, sondern verletzt auch die Vereinsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Und wenn man das, was bis dato vorliegt, hernimmt, dann soll das Rauchverbot laut dem Plan, den wir kennen, in Räumen oder sonstigen Einrichtungen für die Herstellung, Verbreitung, Verabreichung oder Einnahme von Speisen oder Getränken gelten. Darunter würde dann auch zum Beispiel das Donauinselfest fallen, die dortigen Stände oder im Sommer eben die kulinarischen Aktivitäten auf dem Rathausplatz oder Schanigärten zum Beispiel, die im Freien sind und mit einer Überdachung sozusagen versehen sind, wo gekocht wird bzw. Essen verabreicht wird. Und das Rauchverbot wird auch, wie wir bis dato wissen, soll auch in Mehrzweckhallen und in jenen Räumen gelten, in denen Vereinstätigkeiten, Versammlungen oder Veranstaltungen auch ohne Gewinnerzielungsabsicht abgehalten werden. Das heißt, auch wenn diese Räumlichkeiten von vornherein nur für einen bestimmten Personenkreis, für konkrete Mitglieder, für Vereinsmitglieder vorgesehen sind, na, dann hätten auch die dort nicht mehr die Möglichkeit, in ihrem Vereinslokal als Mitglieder eine Entscheidung zu treffen, ob sie rauchen dürfen oder nicht, sondern auch dort würde das totale Rauchverbot greifen. Und ich sage, das kann es nicht sein. Das muss natürlich von uns und wird auch von uns zu Recht auch bekämpft. Ich sage, es kann nicht sein, dass man als Zigarren- und Pfeifenraucher nicht einmal mehr einen
Verein gründen darf zu diesem Zweck oder Vereinsräumlichkeiten schaffen kann zu diesem Zweck und nicht einmal ein Gastronomiebetrieb einen Bereich zu diesem Zweck möglich machen kann. Und ich sage genau, da werden wir auch sehr, sehr entschieden gegen dieses geplante totale Rauchverbot weiterhin eintreten. Denn ich kann nur noch einmal festhalten, hier hat der Staat nicht in den Privatbereich der Menschen hinein Politik zu machen. Was der Bürger in seiner privaten Zeit, in der Freizeit bereit ist zu machen, das soll seine Entscheidung sein. Er ist, ich sage, selbstbestimmt genug, Entscheidungen zu treffen, um zu wissen, dass einer oder andere ist vielleicht schädlich für seine Gesundheit, aber es liegt in der privaten Verantwortung. Und ich gebe schon zu, wenn dann gesagt wird, na ja, aber die Kellner, die dann in Lokalen arbeiten, wo geraucht wird, die müssen wir auch berücksichtigen, ja, dann machen wir dort eine Raucherzulage, wie es in anderen Berufen der Fall ist, wo es Schmutzzulage oder Staubzulage gibt. Das Rauchverbot ist Teil des Verbotsexzesses der Regierung und wird viele Wirte schwer treffen. Für effektiven Nichtraucherschutz ist die geltende Regelung ausreichend, sagte Heinz-Christian Strache.